Leute, und herzlich willkommen zurück auf dem Crash Academy Channel. Ja, es ist Zeit für den Verse Report Progress und jetzt geht es natürlich um die CitizenCon 2016, die Präsentation von letztem Sonntag, die viele Highlights enthalten sollte und die, um ganz ehrlich zu sein, viele Leute enttäuscht hat, inklusive unserer Erwartungen hier wurden nicht richtig erfüllt und da gab es natürlich so ein paar Gründe für. Tja, es gab im Vorfeld sehr, sehr viele Ankündigungen. Wir können das im ganzen Jahr uns anschauen. Wir haben einmal auf der Webpage tatsächlich die Ankündigung Enlist Now 2016 Squadron 42. Das impliziert, dieses Jahr kommt Squadron 42. Dann haben wir auf der Gamescom 2016 das prozedurale Rendering erlebt. Schon das erste Mission Gameplay mit KI. Auch das hat riesige Erwartungen geweckt. Da war auch die Roadmap drin bis Ende des Jahres 3.0. Jetzt vor kurzem die Ankündigung im Gamers Nexus Interview, dass eine Squadron 42 Mission vorgeführt werden soll auf der CitizenCon. Auch das hat nochmal einen riesen Erwartungshorizont geschaffen. Dann der Sale von der Polaris. Auch das war der erfolgreichste Tag der Crowdfunding-Kampagne von Star Citizen. Auch das hat wahrscheinlich nochmal den Hype etwas angefacht. Und dann haben wir auf der Präsentation tatsächlich viele, viele Features nicht gesehen, die angekündigt gewesen sind. Ja, absolut. Und da gibt es einige Highlights und die werden wir euch jetzt mit euch jetzt zusammen durchgehen und uns eine kleine Auswertung dazu machen. Ist ganz klar, denn es wurde ja einiges gezeigt, nur leider eben großteilig nicht das, was die Leute gerne sehen wollten. Aber wir beginnen jetzt mal direkt mit dem ersten und das ist das Spectrum, das Kommunikationstool für Star Citizen, was jetzt lange entwickelt wurde und nach Aussage der Entwickler Chris Roberts am Anfang gesagt hat, ihr denkt zu klein. Und das ist tatsächlich ein Fakt, denn hier wird es richtig spannend. Tatsächlich bindet diese Plattform einmal die Orga-Verwaltung, Voice-Chat, Chatten im Spiel, Forum und auch Kommunikationstools, wie man sie kennt von Discord oder Teamspeak. Alles das wird in diese eine Application oder das eine Programm miteinander kombiniert, das heißt alle sozialen Medien, die man braucht, um eine Orga gut zu führen. Und das ist tatsächlich ein sehr, sehr starkes Tool, was wir bis jetzt so in keinem Spiel erlebt haben, weil alle diese Features sind im Spiel angebunden, das heißt, wir können im Real Life in ein Handy quatschen, das kommt als Voice-Nachricht dann im Spiel beim Spieler an und der kann dann die Mission übernehmen. Das ist da absolut nichts zu unterschätzen. Ja, und es gab es wirklich so noch nie zuvor, dass eben ein Spiel Real-Life-Kommunikation so direkt mit Ingame-Kommunikation verbindet, dass eben nicht nur du die Funksprüche da rein sendest, dass du sagst, ich sitze gerade auf dem Fahrrad, aber du sitzt gerade in deiner Hornet und ich spreche mit dir da rein und du hörst das dann aber so, auch noch gefiltert, als wenn ich wirklich mit dir funken würde. Und das ist tatsächlich ein Punkt, wo man sagen muss, sie arbeiten da dran, dass dieses System relativ schnell ins Spiel kommt. Voice Chat allerdings noch hinten an. Also jetzt geht es jetzt in erster Linie darum, dass die ganze Forumsadministration verändert wird und dass da halt ein sehr, sehr schnelles Feature kommen kann. Und da muss man wirklich sagen, so als großer Pluspunkt, das soll natürlich auf allen Plattformen funktionieren. Das heißt vom Handy, über den Browser, über das Spiel selber, als auch über Programme, die dafür angeboten werden. Das ist ein großer Punkt. Dann haben sie gesagt, das Ganze soll im Issue Council, was ja auch Teil des Spectrums ist, entwickelt werden. Das heißt, dieses Tool wird mit den Spielern zusammen für die Spieler entwickelt. Auch das ist ein großer Pluspunkt, aber die Präsentation selber, wenn man jetzt, sage ich mal, selber von der Altersgruppe vielleicht nicht dazugehört, wenn man selber vielleicht mit Facebook oder mit WhatsApp nicht so viel interagiert, dann kann man das schnell übersehen und schaut sich ja halt die PowerPoint-Präsentation an oder die kurze Live-Demo und denkt sich, boah, noch Facebook, benutze ich eh nicht. Ich kann noch drei verschiedene Applikationen benutzen und das gleiche machen. Aber genau darum geht es, das müsst ihr dann nicht mehr machen. Ja, richtig. Und tatsächlich muss man sagen, es war nicht sonderlich spektakulär präsentiert. Ja, man hätte da wirklich mehr rausholen können. Denn uns persönlich, also vom ganzen Team jetzt, war es das Highlight des Abends. Tatsächlich dieses Tool in der Aussicht zu haben, dass es Star Citizen hier wiederum was schafft, was kein Spiel vorher besonders Wert drauf gelegt hat und auch auf diese Art und Weise schaffen konnte, ja. Aber eben, wie gesagt, auch der Ton macht die Musik. Also das heißt, es ist auch wirklich nicht gut präsentiert gewesen. Wir kommen vielleicht noch mal weiter. Und zwar zur Roadmap natürlich. Roadmap war diesmal die ausführlichste Roadmap, die wir jemals hatten. Allerdings auch die diffuseste. Wir beginnen jetzt einfach mal mit den ersten Teilen. Klar, nächster Patch 2.6 mit Star Marine, mit Arena Commander Veränderungen. Wussten wir schon von der Gamescom. Was wir auch wussten ist, die Alpha 3.0 soll Ende des Jahres kommen. Ob es jetzt wirklich bei Ende des
Jahres und im Dezember bleibt, wurde jetzt auf der CitizenCon-Präsentation nicht nochmal gesagt. Die Inhalte wurden aber auch nochmal genannt. Das gesamte Stanton-System mit seinen Planeten plus Delamar aus Nyx. Der Urza-Rover soll reinkommen, die Dragonfly soll reinkommen und die Caterpillar als großes Highlight. Und von dort aus ging es dann weiter von 3.0 über 3.1, 3.2, 3.3. Alles dann für 2017 mit ganz, ganz vielen Spielmechaniken. Ne? Da soll es dann wirklich bis Ende des nächsten Jahres dazu kommen, dass wir die Sprungmechanik komplett spielen können. Dass wir auch Schiffe wie die Orion, die Crucible drin haben, dass Exploration, Discovery drin ist, dass Research und also Wissenschaft drin ist. All diese Funktionen sollen drin sein, die Jump soll dabei sein bis Ende nächsten Jahres. Die Banu Merchantman. Natürlich, auch die kommt da nicht zu kurz. Aber man muss natürlich sagen, gleichzeitig kam die Ankündigung, dass in Zukunft Patches oder Major Patches in einem Abstand von 2 bis 3 Monaten folgen werden. Und wenn man sich das jetzt mal ausrechnet und sich überlegt, okay, wir haben zurzeit im Evocati nur einen Flugmodelltest, der drin ist. Der wird auch noch als 2.5 bezeichnet. 2.6 ist noch nicht in der Testphase, die wir erleben können. Dann rechnet man sich aus, okay, das könnte bedeuten, wenn die PTU-Version vielleicht im November startet, von 2.6 habe ich 3.0 vielleicht im Februar oder März. Und dann rechnet man weiter und denkt sich so, oh, das wird aber knapp bis 4.0. Dadurch entsteht dann bei dem Zuschauer eher das Gefühl so, wäre mir lieber gewesen, jetzt mit der Präsentation einen neuen Live-Patch zu haben. Ja, und das ist tatsächlich nicht der Fall. Also wie Wiesen auch schon gesagt hat, da müssen wir noch ein bisschen drauf warten. Und je nachdem, wie schnell jetzt 2.6 kommt und wie weit sie wirklich kommen mit 3.0, wird es Ende des Jahres oder wird es das eben nicht? An der Stelle sind alle Karten neu gemischt und es ist tatsächlich völlig offen. Was wir wissen ist, 4.0 am Ende soll dann die Jump Points bringen, soll dann wirklich die interstellare Reise bringen. Geplant wäre das für Ende 2017 und da werden wir jetzt einfach gucken müssen, was passiert wo und ob wirklich auch alle Schiffe so in die Patches kommen, wie sie dann reingehören. Das wissen wir nicht, aber das wussten wir tatsächlich bei Star Citizen auch noch nie, ob es dann so wird. Nur ich fand es spannend, dass sie wirklich so eine lange Timeline gelassen haben. Also das fand ich, war jetzt neu. Ja, muss man sich auch als User überlegen, okay, bringt mir das jetzt zum jetzigen Zeitpunkt viel? Was natürlich ein sehr, sehr großes Highlight war, was vielleicht hoffentlich auch so bei euch angekommen ist, ist das prozedurale Rendering. Das wurde vorgeführt in einer Mission auf Lia, heißt der Planet, glaube ich. Lia, genau. Der tatsächlich mehrere Ökozonen auch aufweist, der eine Alien-Spezies aufweist, der... Mehrere mit den Wüsten, mit dem Sandwurm, den wir da gesehen haben. Dann hat er die Atmosphärensimulation, waren auch schon drin. Die Conny wurde schön durchgeschüttelt. Auch das war drin, ein Sandsturm haben wir gesehen. Ja. Und wir haben die Javelin gesehen als großes abgestürztes Wrack. Also haben wir schon das ganze Spektrum der Möglichkeiten mitbekommen, die ein Entwickler dafür hat. Ja, da sind sich alle Spielezeitschriften einig, da sind wir uns einig, da seid auch, glaube ich, auch ihr da draußen euch einig. Das war absolutes Highlight, es sah super aus, der ganze Planet selbst, von den Texturen her, von der Art, wie es aufgebaut war, Sandsturm hin oder her, es sah einfach klasse aus. Es hat großen Spaß gemacht, sich das vorzustellen auf diese Masse, ja. Und vor allem, was für mich persönlich ein besonderes Highlight war, war das damit verbundene Tool, was sie nämlich vorgestellt haben. Also das ist tatsächlich so, dass sie gezeigt haben, wie können sie als erstes die Geografie verändern von dem Planeten, wie können sie Dinge platzieren, wie können sie dort Stationen, Schiffe platzieren. Alles das haben sie gemacht. Sie haben Wasser, also ein Tal mit Wasser gefüllt und das ging wahnsinnig schnell. Und dann war auch noch zu sehen, sie haben dann noch vorgeführt, dass tatsächlich die Planeten, die man sieht in der Mission, dass diese Planeten tatsächlich keine Map oder kein Bild, was den Horizont begleitet, sondern eine Skybox, die auch in der Testversion bei dem Tool schon zu steuern sind. Genau, das heißt, das, was ihr da draußen seht, könnt ihr auch direkt anfliegen. Das ist eben genau der Spaß an der Sache. Und man kann natürlich sagen, die Präsentation jetzt an der Stelle war eigentlich schade, dass sie hier war. Wenn man jetzt es umgedreht hätte, wie du gesagt hast, nämlich wir zeigen auf der Gamescom 2016 das Tool, nur das Tool und zeigen nur Leute, so können wir die Planeten zusammensetzen. Und dann, dass die volle Präsentation mit KI-Interaktion, mit der ganzen Mission, mit hin und her, mit dem Planeten selbst, das dann auf der CitizenCon selber, das hätte sicherlich zu einem größeren Hype geführt. Denn jetzt sagen die meisten Leute, ja, war halt quasi dasselbe wie auf der Gamescom, nur mit besserer Grafik. Genau, das könnte die Kritik sein, aber ich mache jetzt mal die andere Position und sage, Mensch Leute, 110 Sternsysteme mit Planeten erscheinen mir jetzt als Laie, ja Vorsicht, erscheinen mir jetzt realistisch. Ja. Wenn ich dieses Tool sehe, wenn ich die Leistungsfähigkeit sehe, wenn ich die Geschwindigkeit sehe, wo jemand ins Grobe schon Stationen bauen kann, wo jemand ins Grobe schon Planeten setzen kann, dann denke ich mir halt, 110 Planetensysteme
sind nicht die Messlatte oder sind nicht die das Problem, mit dem sie sich beschäftigen müssen. Richtig. Also unbestrittenes Highlight, glaube ich, sind wir uns alle einig, dieser Präsentation. Und tatsächlich auch für jeden Gamer extrem beeindruckend. Ja, der Kontrapunkt dazu ist dann das, was tatsächlich einfach nicht erfolgt ist. Das ist nämlich Squadron 42, die Demo. Wir haben natürlich Informationen gekriegt zu Squadron 42. Es gab mal wieder eine, ich sag's wirklich mal wieder, weil es tatsächlich öfter schon genau so war, eine Folie, wo man dann Daten zu Squadron 42 bekommen hat. Also, das sind 1255 Seiten Drehbuch, das sind 340 Sprechrollen alleine, es sind 40 Schiffe vom Jäger bis zur Dreadnought-Größe, also Kapitalschiffgröße. Es sind jede Menge Infos gewesen, die sehr beeindruckend waren, über 28 Chapter, 60 Missionen, aber... Aber wir haben davon nichts gesehen. Wir haben einen Trailer bekommen, ja, der den Verkauf der Militia-Initiative angekündigt hat, wo ein bisschen Squadron 42 zu sehen war. Aber tatsächlich haben wir hier das, was er vorher im Nexus-Interview, im Gamers Nexus-Interview gesagt hat. Wir haben kein bisschen Squadron 42 als Gameplay live auf der Bühne erleben können. Das heißt, wir haben eigentlich erwartet, wir bekommen hier tatsächlich Mission-Gameplay. Das heißt, wir nehmen eine Mission an, wir reden, interagieren mit der KI, wir haben ein episches Gameplay, wir schließen die Mission ab und dann landen wir wieder am besten Fall wieder auf der Idris oder auf der Bengal sogar und sehen diese großen Schiffe im Kampf. Das haben die Spieler erwartet, aber wir haben davon nichts gesehen und das ist tatsächlich für viele Leute sehr, sehr herb. Es ist so, dass sie gesagt haben, das Spektrum erschließt sich von FPS über normales Dogfighting bis hin zu Atmosphärenflug und Kampf in der Atmosphäre. Stealths soll eine Rolle spielen, FPS-Missionen, wo ich lande und dann aussteige und weiterkämpfe, alles das. Und dann haben sie noch gesagt, dass das Environment, die Umgebung, prozedural erweitert wird. Jetzt kann man natürlich spekulieren. Man kann sich jetzt auf der einen Seite fragen, ja, okay, vielleicht ist dieses Tool, was sie entwickelt haben und die prozedurale Technik, die sie entwickelt haben, so leistungsstark, dass sie gesagt haben, okay, wir müssen jetzt nochmal ran bei Squadron 42. Sind natürlich jetzt alles Spekulationen. Das ist eine Möglichkeit. Oder aber das neue Flugmodell, was gerade entwickelt wird. Vielleicht haben sie auch gesagt, so, mit Atmosphärenflug, der jetzt so möglich ist, auch mit den neuen Möglichkeiten der prozeduralen Technologie, ist es so, wir brauchen ein anderes Flugmodell. Wir müssen diese Details sehen, wir müssen diese Welt sehen, wir können nicht einfach, sag ich mal, mit 600 Metern die Sekunde irgendwo an den Sachen vorbeirauschen. Alles das muss abgebildet werden und es kann sein, dass diese Erwartung oder diese Möglichkeit der Technologie es einfach gar nicht möglich gemacht haben, dass man die Präsentation startet. Ja, es war eine sehr kurzfristige Entscheidung, dass Squadron 42 nicht präsentiert wird, das hat Chris Howard auch gesagt. Er möchte das nachholen im Laufe dieses Jahres, er möchte noch bis Ende des Jahres auf jeden Fall diese Präsentation nachholen, da würden sich auch verschiedene Möglichkeiten bieten, man könnte zum Anniversary Sale tatsächlich noch einen Stream machen dazu. Man könnte im Holiday Livestream das nochmal erzählen. Das kann passieren. Aber, und das ist natürlich auch nochmal unterm Strich ein Fakt, der sehr herb die meisten Backer getroffen hat, Squadron 42 wurde nicht nur nicht gezeigt auf der CitizenCon und kein Fortschritt gezeigt, wie es jetzt aktuell aussieht, wie die Interaktion mit der KI ist, irgendetwas. Nein, es wurde auch gesagt, dass Squadron 42 2016 nicht mehr erscheinen wird. Das heißt, frühestens kann man damit rechnen, dass es im Frühjahr 2017. Die meisten Spielemagazine und ähnliches gehen davon aus, dass es Mitte 2017 erscheinen wird. Also, das ist natürlich für uns alle eine herbe Nachricht. Wir hatten uns alle sehr gefreut, als es auf der CitizenCon 2015 hieß. Ja, das wird nächstes Jahr kommen. Das wird es leider nicht. So, und dann kommen wir weiter. Es gab ein Concept Sale, der auf jeden Fall ganz viel Erfolg gebracht hat für Star Citizen. Ja. Erfolgreichster Crowdfunding-Kampagnentag hat dieses Schiff ausgelöst, und zwar die Polaris-Korvette. Die ist auch von meiner Meinung her tatsächlich ein Schiff, was sehr, sehr gut in der Rolle entwickelt wurde, was einen Hangar für einen Jäger besitzt, was im Capital-Ship-Maßstab, im Großkampfschiff-Maßstab tatsächlich verspricht, sehr, sehr effektiv zu sein, auch von den Kosten her tragbar zu sein. Es ist handlich, es ist klein, es ist eine Speer, also klein im Verhältnis, es ist eine Speerspitze, die man vorausschicken kann, Militärschiff, für Patrouillendienste, für Search and Rescue, für Militär, für Milizen. Dieses Schiff ist tatsächlich sehr, sehr gut ausentwickelt von den Features, was das Schiff hat. Aber Preis ist natürlich relativ hoch mit $750. Dazu kommt noch, dass wir nur diesen Trailer gesehen haben als Teil von Squadron 42. Im Grunde genommen den Militia-Initiativen-Trailer haben wir gesehen und damit wirkt es so, als wenn wir hier einfach nur eine Verkaufsstrategie erleben würden und keine
gedeutet und des Schiffs irgendwo spüren im Rahmen von Squadron 42 oder im Rahmen der großen Präsentation. Ja, und das ist natürlich ein Punkt, wo wir euch einfach nochmal mitgeben wollen. Wir sehen es genauso, wir haben auch dieses Gefühl gehabt. Ihr dürft aber nicht vergessen, es sind verschiedene Teams, die an verschiedenen Dingen arbeiten. Das heißt, wir haben ein Team, was für Squadron 42 auch entsprechend für eine Präsentation dort verantwortlich gewesen wäre oder verantwortlich ist. Wir haben Teams, die mit dem MMO sich beschäftigen, mit den prozeduralen Renderings, und wir haben Teams bei CRG, die sich mit dem Entwickeln der Schiffe beschäftigen, die Concept-Sales fertig machen, die diese Broschüren alle designen und machen. Und die sind fertig geworden. Das heißt, die waren da. Und jetzt war natürlich die Sache gut. Wenn man jetzt das alles insgesamt hätte, wir hätten eine Präsentation gesehen, spektakulär von Squadron 42, das Gameplay noch an sich, und dann wäre noch dieser Polaris-Trailer dazugekommen und dann das Polaris als Schiff vorgestellt worden, dann wäre das in einer ganz anderen Relation passiert. Aber jetzt war das Schiff da und alles, was man dafür brauchte, der Rest war es aber nicht. Und darum wirkt das Ganze extrem ausgestellt, mal abgesehen davon, dass ich persönlich jetzt keine Fan von der Optik bin, aber das ist nun völlig egal, es soll ja auch wirklich jedem selbst überlassen sein, aber ich kann nur sagen, das ist natürlich einfach das Missverhältnis, was da dann entstanden ist und was aber auch deutlich spürbar ist in der gesamten Community aktuell. Wir machen jetzt mal ein kurzes Fazit, also wir stellen fest, wir haben gesehen tatsächlich Arbeit auf der Bühne, das Tool wurde vorgeführt, das Spektrum wurde vorgeführt, tatsächlich Einblicke, die wir so noch nicht gehabt haben. Wir hatten auch eine Live-Simulation einer Mission, wo wir nochmal die Weiterentwicklung von dem planetaren Rendering erlebt haben. Auch das war drin. Das heißt, eigentlich ist da sehr, sehr viel vorgestellt worden, was mich auch persönlich begeistert hat. Auf der anderen Seite gab es halt durch die Gamescom 2016, durch die verschiedensten Ankündigungen vorher, einen gewaltigen Erwartungshorizont und ja, ich sag mal, der Hype-Train fing gerade an loszurattern und dann kam die Präsentation. Ja, und das war natürlich dann wirklich das, wie man in Englisch sagt, das Nip in the Butt, also die Blüte abschneiden sozusagen, denn da passierte genau das, dass Squadron 42, was eben wirklich von vielen heiß erwartet war, nichts kam, und es war auch wirklich so, dass es eben keine Morrow-Tour gab oder nicht mal ein Special zu den Gesichtern nochmal, um das nochmal abzudaten. Irgendwas in der Form. Es war einfach gar nichts. Es passierte dazu gar nichts. Viele hatten dann das Gefühl, diese Planetendemo ist halt wirklich eine 2.0 von dem, was wir gesehen haben auf der Gamescom. Unglücklich gelaufen. Ich finde, die GameStar hat es da an Stelle wirklich gut getroffen. Die haben nämlich tatsächlich geschrieben, manchmal ist es einfach so, dass der Erwartungshorizont so hoch ist, dass es hin und wieder Dämpfer geben muss und Einbrüche geben muss. Meiner Meinung nach haben wir so einen erlebt jetzt bei der Citizen Talk. Den haben wir erlebt, und wir sollten uns vielleicht einfach selber die Frage stellen, ob wir da objektiv waren und ob wir nicht vielleicht sogar die Sachen, die vorgestellt wurden, etwas schmälern in der Wahrnehmung. Weil ich finde, die Sachen, gerade das Spektrum für mich als Orga-Leiter, ist das Spektrum tatsächlich ein riesen Approach. Wenn die das so umsetzen, ist das alleine schon grandios. Ja. Das ist natürlich nicht so sexy. Ja? Die Präsentation war meines Empfindens nach sehr, sehr inhaltlich stark, aber nicht sexy. Sie hatte kein Sexappeal. Richtig. Sie hat das viel, was wir normalerweise gewohnt sind von Star Citizen, nicht richtig rübergebracht. Man merkte auch, wenn man es im Nachhinein nochmal anguckt, dass sie ein bisschen befangen waren allesamt, weil sie wussten, ja, eigentlich liefern wir hier schon und Enttäuschung für die Backer, wenn sie Squadron 42 nicht zeigen. Aber das ist jetzt alles Spekulation. Jetzt können wir nur noch von da aus nach vorne gucken. Vielleicht ein bisschen runterfahren und ein bisschen gucken, was das nächste Mal dann bringt, und dann halt mit ein bisschen realistischeren oder zumindest ein bisschen bodenständigeren Erwartungen an die Sache ranzugehen. Was wir jetzt gerne von euch da draußen möchten, ist, schreibt uns Kommentare, schreibt rein, wie fandet ihr die Präsentation? Was ist eure Meinung dazu? Seht ihr das genauso wie wir? Habt ihr das völlig anders wahrgenommen? Was war eure Highlights? Haben wir was vergessen? Schreibt uns das rein, denn wir wollen ganz, ganz genau wissen, wie ihr jetzt dazu reagiert. Und wir können dazu auch Stellung nehmen, weil wir werden einen 10-Stunden-Livestream machen. Genau. Und da haben wir auf jeden Fall viel Zeit, mit euch drüber zu reden. Das wird bestimmt eines der Hauptthemen werden, dass wir mit euch mal quatschen. So, was hat euch gefallen? Was erwartet ihr? Was hat euch enttäuscht? Und wie sehen wir das? Wie sehen wir die Zukunft? Das ist alles Thema für unseren 10-Stunden-Livestream. Genau, der ist kommenden Samstag, nämlich ab 10 Uhr auf dem Crash Academy Twitch-Channel. Also schaltet ein. Ansonsten abonniert natürlich den Channel, wenn ihr weiter up-to-date bleiben wollt. Wir werden natürlich hier weiter alles darstellen und euch berichten, was wir kriegen an Informationen. Außerdem like, dislike die Episode, je nachdem, ob es euch gefallen hat, und schreibt, wie gesagt, jede Menge Kommentare rein. Und wenn ihr uns als YouTube-Creator für unsere Arbeit hier bei Star Citizen und YouTube unterstützen wollt, dann geht doch mal auf unser Patreon-Profil. In diesem Sinne würde ich sagen, wir sehen uns hoffentlich alle am Samstag, ne? Und Weezen und Sawyer verabschieden sich an dieser Stelle mit einem gemeinsamen See you on the flight deck!